Bei Angriff Schwert! Oder vier. Ja. Guano wirft mal Sternstaub. Ja. Vorgrim einen Wuchtschlag. Feieres auf die, die sie angreift, ein Doppelschuss und ich ziehe mich bald zurück und hilf Feieres bei ihrem Gegner. Guano. Ja. Feieresheimer Guano. Was? Die scheinen ja ziemlich alle auf ihn loszugehen und zur Sicherheit trinkt er mal einen Eimbeersaft. Ich habe so viele Eimbeeren, ich sollte dich mit den Säften geizen. Okay, ich sollte jetzt gucken, dass ich die Amazone ausschalte, die Feieres angreift. Was? Feieres hat nicht mehr genug AE, sich selber zu heilen. Ich muss dringend bald die AE von Feieres steigern. So, jetzt ist das Problem schon mal weg. Es sind nur noch drei. Sind immer noch vier Amazonen. Okay, es waren also doch fünf. Ja. Ai. Sanyasa. Lieber auf eine mal konzentrieren. So. Zwei, die auf Vorgrim gehen, das geht. Vorgrim hält ja zum Glück einiges aus. Feieres halt noch mal Guano, dass die Wunde weggeht. Was? Ich ein Vollmediktus auf die noch ziemlich gesunde, weil. Die noch am. Noch steht. Noch mit einem Lebenspunkt. So. Diesmal haben wir es geschafft, mit etwas mehr Bedachtheit und ein bisschen hinterhältig sein. Und ohne Kraft der Erde. Ich glaube, ich benutze Kraft der Erde lieber nicht mehr. Der Zauber schadet mir mehr, als er mir nützt irgendwie. Oh, zwei Verbände. So. Oh, was war das hier für ein schickes Rätsel? Gibt es dazu auch irgendwo ein Buch? Es würde mich nämlich wenigstens mal interessieren, was das Rätsel gemacht hat. Nein, scheint kein Buch zu geben. Okay, da haben die. Das war, ist entweder Absicht oder da haben die Entwickler nicht dran gedacht, aber egal. Die Amazonen waren so nett, es für uns zu lösen. Und wir waren so nett und haben es den Amazonen abgenommen. Da war auch übrigens wieder ein Ausrufezeichen, als ob das ein Geheimraum wäre. Aber der ist ja auf der Karte eingezeichnet. Raum der Konfrontation hieß er. Gut, was auch immer der gemacht hat. Wir haben die. Das dritte fehlende Teil, okay. Dann haben wir den falschen Gang zuerst genommen. Aber wir sind die Amazonen jetzt wenigstens los. Denke ich mal. Auch wenn ich mich frage, wie sie hier an den Skeletten vorbeigekommen sind. Vorgrim, hau mal die Krüge noch ein. Die alten Münzen da scheinen ziemlich was wert zu sein, die Bossparadischen. Die Bronzemünzen zwar nicht so sehr, aber die seltenen Münzen. Die sehen aus wie alte Dukaten. Naja gut, die Bronzemünzen sehen aus wie alte Heller. Ja, das Währungssystem in dem Spiel oder in Aventurien allgemein. Ist auch etwas. Naja, eigentlich geht's ja noch. Im WoW ist es schlimmer. Obwohl man hier auch ziemlich viel Dukaten benötigt. Weil ziemlich viel teuer ist.
4 Stück, das geht ja noch. Aber ich glaube, ich sollte öfter mal ein Schild zaubern. Ja. Guano Sternwurf. Was? Vorgrim Angriff. Angriff! Ja. Iris, falls sie dich angegriffen hat, etwas zurückweichen und mir helfen. Meinen. Die sieht ein bisschen komisch aus mit ihrem komischen Helm. Den sie da auffahrt mit ihrem Flügelhelm oder was das sein soll. Ach, da hinten ist eine sogar eine Bogenschützin. Sobald die hier weg ist, sollten Feieres und euch uns auf die Bogenschützin konzentrieren. Und Feieres hat keine Pfeile mehr. Hä? Wie viel habe ich noch? Ich verbrauche noch nicht so viel Bolzen wie Feieres Pfeile, vor allem weil Feieres ja auch immer mit dem Doppelschuss einige verbraucht. Noch halt voll Benictus auf die, dass die so schnell wie möglich stirbt. Oh. Kräfte der Natur. Guano Einbeersaft. Ah, das war zu spät für den Einbeersaft. Feieres, hilf mal mich heilen. Und da bin ich auch gestorben. Das ist jetzt doof. Was? Vorgrim, mach mal deine Waffe etwas schärfer. Achtung! Zum Glück machen sie Feieres bis jetzt noch nicht viel Schaden. Erst auf die fast Tote. Okay, die andere steht da hinten jetzt doof rum. Die mal okay, Vorgrim sollte gegen die eine einigermaßen klarkommen. Na, kommt da auch wenigstens. So. Die letzte da hinten steht nur doof rum. Ihr könnt wieder aufstehen. Bitte. Jawohl. Jetzt muss ich Wunden versorgen. Also, der Kampf war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ganz ehrlich nicht. Das war ziemlich knapp, aber wir haben es geschafft wenigstens. Aber ja, das hat auch so seinen Reiz. Ordentliche Kämpfe, wenn es die ganze Zeit nur so einfach ist, wie jetzt gegen die Skelette größtenteils. Also ja, die Skelette haben wir eigentlich kaum etwas anhaben können, vor allem weil ich die Skelettmagier, die eigentlich schlimm sind, fast meistens mit meinem Kugelblitz gewonnen-hittet habe. Aber gegen die Amazonen ist es dann doch schon ein bisschen schwieriger. So. Ich möchte deinen Bogen haben. Nein, den kriege ich nicht, dafür kriege ich deine Pfeile. Schade. Okay, hier nochmal ein Quicksave, weil mir war der Kampf eindeutig etwas zu knapp. Gehen wir lieber auf Nummer sicher jetzt gerade. Nochmal vier Amazonen, aber diesmal ist keine mit dem Bogen da dahinter. Ich find's lustig, dass die weiter jammern, obwohl wir im Pausemodus sind. Na? Ja? Feieres, komm mal hier zu mir her. Ich kann gleich mal einen Kugelblitz und Guano gleich mal. Und ich merke gerade, dass ich ein bisschen doof bin. Besseres Angebot, das könnte ich auch mal benutzen.
Bei den Amazonen dürfte es vielleicht funktionieren. Die da angreifen. Was? Die da angreifen mit einem Doppelpfeil. Ich mit einem Fulminictus. Ja. Vorgrim gleich noch einen Doppelschlag. Feieres mich heilen. Heilsam, Salabunde. Okay, das hat doch gerade hingehauen. Ja. Und Quados Ding hat auch hingehauen. Sehr schön. Ja. Dann kann Quado mir helfen, doch die letzte Amazone, die auf mich losgeht, loszuwerden. Ich kann jetzt nicht. Wir können die sogar ansprechen, wenn sie auf unserer Seite sind. Das hielt nicht, aber nicht lange vor. Feieres Heil nochmal mich. Quano Sternstaub. Gegen eine brauchen wir uns eigentlich. Ja. Brauchen wir jetzt keine AE mehr verschwenden. So, aber was ich jetzt kurz mache, da Feieres so viele Punkte hat, erstmal ihren Bogen steigern. Und ihre Fähigkeiten könnten wir auch noch etwas steigern. Aber das könnte sie auch öfter einsetzen. Falkenauge und Acceleratus. Und ganz dringend ein paar mehr Astralenergie. So. Das war jetzt hoffentlich dann aber der letzte traurige Rest von den Amazonen. Obwohl ich kann mir denken, wenn ich alle drei Teile gesammelt habe, wartet auf mich die Anführerin noch. Kommt dann wahrscheinlich, taucht dann wahrscheinlich gerade an der Stelle am Hauptraum auf. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen sehr vorhersehbar. Bruder, halt! Und keinen Schritt weiter! Weißt du nicht, dass hier unten unsere dunkle Göttin darauf wartet, von ihren treuen Dienerinnen wieder erweckt zu werden? Oder sie taucht jetzt gleich auf. Auch gut. Okay. Das scheint wirklich die Anführerin zu sein. Wir können jetzt direkt uns beschweren sozusagen, dass sie zuerst angegriffen haben. Aber ich glaube, als Geode appellieren wir erstmal an ihren Glauben. Warum dienst du ihr? Damit hast du Rondra verraten. Die Schwertgöttin hat mir nie beigestanden. Warum sollte ich sie also nicht verraten? Weil das dumm ist. Die Götter haben in Aventurien verdammt viel Einfluss. Du hast deine Göttin verraten, weil sie dir nie geholfen hat? Wie wär's mal mit Beten in dem Rondra-Tempel? Ich bin doch nur meiner Schwester in die Arme des Kultes gefolgt. Sie sagte, das wäre das Richtige. Okay, es klingt, als ob sie zweifeln würde. Sie ist also wahrscheinlich doch nicht die Anführerin, wenn sie ihrer Schwester gefolgt ist. Dann kehre um, vielleicht ist deine Seele noch zu retten. Ja. Meinst du denn, die Göttin wird mich zurückwollen? Rondra ist der Kampf. Wer kämpft, verdient ihren Respekt. Dann gibt es vielleicht einen Weg. In diesen Mauern ist eine Geweihte der Rondra zu Tode gekommen. Ihre Seele geht um. Meine Schwestern haben versucht, sie zu verdammen. Doch sie können sich der heiligen Aura ihrer Seele nicht nähern. Siehst du, Rondra hilft doch. Eine Rondra-Geweihte, die von einer heiligen Rondra-Aura umgeben ist. Du musst nur mehr beten. Und vielleicht ein bisschen mehr spenden. Wenn ihr helft, zu Rondra zu finden, ist sie vielleicht bereit, meine Seele freizusprechen. Wollt ihr das tun? Aber natürlich alles für die Götter. Ja, der Spruch klingt vielleicht ein bisschen fanatistisch, aber wir sind ein Geode, wir sind in Aventurien. Da ist das mit dem Gottgläubigen schon so etwas Wichtiges.
Okay, die ruhelose Seele erwartet uns auch in diesem Gang.